willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute für euch ein 20 Minuten richtig intensives Beine-Workout, um einfach zu Hause eine schöne, starke Beinmuskulatur aufzubauen. Das Ganze ohne Springen und ihr könnt entweder Equipment verwenden, es geht aber auch ohne Equipment. Ich werde euch dann einfach bei jeder Übung eine Alternative mit Equipment einblenden, damit ihr einfach alles rausholen könnt. Beispielsweise könnt ihr Therabänder verwenden, also die kurzen, also auch die langen Therabänder, die sind wirklich mega, mega gut. Aber natürlich auch Gewicht, also zum Beispiel eine Kettlebell, eine Kurzhantel oder auch solche Gewichtsmanschetten, die ihr euch um den Fuß, um den Knöchel drumherum macht. Und was auch super wäre, wäre zum Beispiel irgendeine Erhöhung, zum Beispiel Bücher oder so. Da können wir dann unsere Waden richtig schön bearbeiten und vielleicht auch irgendeinen schweren Rucksack, wenn ihr zum Beispiel kein Gewicht habt, dass ihr irgendwie befüllt für eine Übung. Aber wenn ihr sagt, nein, ich habe nichts oder möchte einfach ohne Equipment trainieren, ist es natürlich auch möglich. Aber wenn ihr was habt, schnappt euch das mal schnell, dann wird es richtig interessant. Ich kann euch das ganze Equipment aber gerne mal, was ich benutze, unten in der Videobeschreibung verlinken. Da findet ihr auch immer mein Trainingsoutfit, Matte und so weiter. Also schaut da gerne mal in der Infobox vorbei. Und wie immer ist keine Übung doppelt, dann macht es auch gleich doppelt so viel Spaß. Ich habe einen 40-20-Timer, aber ganz, ganz wichtig, wenn ihr jetzt merkt, okay, nach den 40 Sekunden bei der Übung schafft ihr noch, keine Ahnung, mindestens 20 Wiederholungen, dann macht ihr auf jeden Fall auch. Holt wirklich alles raus, geht bis ans Muskelversagen, klickt einfach kurz auf Pause und dann geht es wieder weiter. Oder wenn ihr sagt, ihr braucht noch etwas länger Pause, gönnt euch die. Ja, und wir starten jetzt gleich mit einem Warm-up los, um uns einfach schön aufzuwärmen, um uns nicht zu verletzen, das Herz-Kreislauf-System anzuregen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Let's go! So, wie versprochen geht es jetzt mit dem Warm-up gleich mal los und was wir machen, ist einfach mal locker laufen, einfach mal, ja, warm zu werden, den Kreislauf in Schwung zu bringen. 5, 4, 3, 2, 1 und viel Spaß! Nicht springen, gehen wir die Knie schnell zum Ellbogen. Das Ganze geht auch ohne Springen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch dabei springen. Und Wechsel. Pause brauchen wir jetzt noch keine. Ihr könnt ruhig weitermachen. Die haben uns jetzt noch gar nicht verdient. Sehr, sehr gut. Wir kreisen jetzt mit unserer Hüfte. Und in die andere Richtung kreisen. Wir wärmen unsere Knie auf, also die Knie zusammengeben und Kreise machen. Und Richtung wechseln. Nun kreisen wir unsere Hüfte, also Hüfte öffnen. In die andere Richtung. Beinwechsel. Richtung wieder wechseln. Und dann haben wir schon fast das Warm-up geschafft. Wir wärmen jetzt noch unsere Fußgelenke und Knie noch mal ein bisschen auf. Richtig schön kreisen hier. Auch wieder die Richtung wechseln. Anderes Bein. Wieder die Richtung wechseln und dann erkläre ich euch schon die erste Übung. So, wir starten los mit den ganz klassischen Squats. Wichtig, die Knie bzw. auch die Füße schauen ganz leicht nach außen, dass sie einfach nicht nach innen schauen und dann tief runtergehen, das ist das Allerwichtigste. Und hochdrücken. Schaut, dass das Gewicht jetzt nicht auf den Zehenspitzen gelagert ist, auf dem gesamten Fuß.
und hoch. Runtergehen, tief runtergehen. Wichtig, gerade Rücken und hochdrücken. Kontrolliert runter und hoch. Weiter mit einer Squat und dann steigen wir auf eine Seite rüber. Zehen berühren, wieder Squat und auf die andere Seite steigen. So sieht die Übung aus. Noch kurz verschnaufen und dann geht's schon wieder weiter. Wichtig hier, dass die Knie nicht nach innen fallen, schön nach außen drehen. Turn out the lights and let's make a deal to just enjoy it. I'm not thinking about forever. I won't care if we don't end up together. Let's get high tonight, 'cause fuck how we feel, yeah. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't. Sehr, sehr gut. Es geht mit Ausfallschritten weiter. Wir starten jetzt einfach mal mit dem linken Bein vorne. Und zwar fünfmal saubere Ausfallschritte, also wirklich schön nach unten. Eins, fünfmal und wieder zurücksteigen. Wieder nach vorne und fünfmal saubere Ausfallschritte. Ganz wichtig und dann kommt das rechte Bein dran. Macht euch wieder bereit und es geht schon wieder los. Einer Glute Bridge. Wenn ihr jetzt ein Handtuch habt oder einen rutschigen Boden, dann schnappt euch das. Ich klappe jetzt mal schnell die Matte auf, damit ihr das seht. Wir sliden jetzt sozusagen, damit schön die Rückseite der Beine mitarbeitet, nach vorne. Und zwar richtig schön nach vorne sliden und zurück. Wenn ihr jetzt kein Handtuch habt, macht einfach lauter kleine Schritte nach vorne. Geht natürlich auch. Also einfach nach vorne walken, Spannung halten, nicht ablegen und wieder zurück walken. Einen schweren Rucksack, Kettlebell, Kurzhantel, irgendwas Schweres, wie anfangs schon gesagt, schnappen könnt. Wir machen Romanian Deadlifts. Also wir gehen jetzt mit diesem schweren Teil, was es auch immer ist, entlang der Beine
nach vorne. Ihr spürt hinten schön die Dehnung. Gerader Rücken, also keinen runden Rücken machen. Runtergehen und hochkommen. Ein gerader Rücken und wir legen uns jetzt auf die Seite. Und zwar bearbeiten wir jetzt mal schön die Innenseite unseres Beines. Der untere Fuß, das untere Bein heben wir jetzt schön auf und ab. Und wie gesagt, Gewichtsmanschetten, wer welche hat, da kann die jetzt gern verwenden. Nicht ablegen, also wirklich die Spannung schön halten. Jetzt kommt das obere Bein dran, also die äußere Seite. Wir gehen jetzt schön nach oben und nach unten. Da eignen sich halt super die kurzen Therabänder, die Hipbänder. Also wer solche hat, auch kann jetzt schnappen und es kontrolliert auf und ab gehen. Und auch hier wieder nicht ablegen, nicht hier unten kurz ein bisschen ausrasten, sondern wirklich schön durchgehend die Spannung halten. Drankommt, machen wir zwischendurch mal ganz gemütlich Squats und zwar pulsieren wir Low Squats, also schön wieder unten sitzen und auf und ab pulsieren. Ich muss jetzt noch kurz die Pause ausnutzen, sonst sterbe ich gleich. Auch hier wieder wichtig, gerade Rücken schön unten pulsieren. Endlich wieder gemütlich auf der Matte ablegen, aber es geht natürlich sofort weiter, wieder mit dem unteren Bein für die innere Seite und zwar wieder schön nach oben und nach unten gehen und die letzten Sekunden halten wir wieder. Let's go! Jetzt kommt wieder unser oberes Bein dran. Kurz noch verschnaufen, atme durch, gerne was trinken und dann geht's weiter. Puh, ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die gerade schon schwitzt. Lasst mich nicht im Stich. So,
es geht wieder los. Sozusagen rein, also wir stehen und tief runter gehen und wieder hoch gehen und wieder tief runter gehen und hochdrücken. Super Übung, weil wir mit einem Bein arbeiten und bei der nächsten Übung kommt das andere Bein dran. Und es geht weiter mit dem rechten Bein. 4, 3, 2, 1, let's go! Gar nicht so lustig, ist ziemlich intensiv, aber das ist immer ein gutes Zeichen. Wir gehen jetzt in die Hocke sozusagen und aus einem Bein drücken wir jetzt uns nach oben, nach vorne und so walken wir wirklich aus den Beinen, ganz runter gehen bis ins Ende der Matte, umdrehen und so geht's lustig dahin. Sagt so eine Erhöhung. Ich nehme mir da einfach zwei Bücher. Vielleicht fällt euch aber auch was Besseres ein. Ihr könnt euch jetzt gerne hier an der Seite an der Wand festhalten. Ein Bein steht auf den Büchern drauf. Nach unten gehen, deshalb diese Erhöhung wichtig. Ganz nach unten gehen und aus der Wade nach oben drücken. Und nach 40 Sekunden brennt das dann ganz gut. Ablegen unten, sondern wirklich aus den Waden hochdrücken, damit wir auch schöne Unterschenkel haben. Wow, spürt ihr das Brennen? Das tut doch so, so gut, oder? Jetzt kommt noch die andere Seite dran und das ist schon die vorletzte Übung. Also wir haben es schon fast geschafft. Hui, 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 hui. Schnauf durch und dann kommt schon die letzte Übung dran.
und es geht wieder los. Los geht's. Geht wirklich tief, tief runter. Sonst ist es einfach, wenn wir so halb da sitzen. Wirklich tief sitzen. Gerader Rücken und halten. My intuition says to give you up. But my heart can easily let you go. Richtig ausgepowert. Ich hoffe jetzt sehr, dass euch das Workout gefallen hat. Wie immer freue ich mich super, wenn ihr mir euer Feedback da lassen wollt in den Kommentaren. Auch gerne eure Wünsche. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!